Liebe Flersheimer und Flersheimerinnen, herzlich willkommen bei unserem Wochenvideo. Am Wochenende feiern wir schon den 1. Mai. Wie geht es Ihnen? Ich habe manchmal das Gefühl, das Jahr hat gerade erst angefangen. Und dann stellt man fest, dass wir schon in großen Schritten auf den Sommer zugehen. Auch das gesellschaftliche Leben in Flersheim nimmt ganz schön Fahrt auf. Das Maiwochenende ist zum Beispiel voller Veranstaltungen, zu denen ich Sie herzlich einladen möchte. Hier im Christian-Georg-Schütz-Park wird am Sonntag ab 11 Uhr ein Willkommensfest für die ukrainischen Geflüchteten gefeiert werden, was auch gleichzeitig ein Dankeschön für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer sein soll, die sich zu diesem Thema engagieren. Rund 140 Menschen aus der Ukraine haben hier in Flersheim Obdach gefunden. Nahezu alle sind privat untergebracht. Eine Riesenleistung, die mehr als ein Dankeschön verdient. Vielleicht kommen Sie ja mal vorbei. Die Veranstaltung richtet sich an alle in unserer Stadt. Am Samstagabend wird am Mainufer die traditionelle Walpurgisnacht gefeiert. Bei mittelalterlicher Marktmusik wird rund ums Lagerfeuer der Frühling gefeiert. Das Fest richtet sich vor allem an junge Familien. Schön, dass so etwas wieder möglich ist, nachdem wir 2 Jahre darauf verzichten mussten. Eher an die Zielgruppe der Erwachsenen richtet sich die närrische Weinprobe, die heute und morgen von der Sängerlust in Bicker veranstaltet wird. Ich habe auch eine Karte und bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Auf jeden Fall guter Wein. Aber auch noch mal zu ganz anderen Themen, die aber nicht weniger wichtig sind für unsere Stadt, vor allem für die Menschen in der Stadt. Nächste Woche, am 3. Mai, findet um 19 Uhr in der Stadthalle Flersheim ein Bau-Info-Abend der Deutschen Giganetz statt. Für alle, die direkt Fragen zum Glasfaserausbau haben, natürlich auch für die, die nur erstes Interesse zeigen. Und am 10. Mai gibt es einen Infoabend in Wicker in der Goldbornhalle. Nutzen Sie die Möglichkeit des direkten Gesprächs, was so in Corona-Zeiten nicht immer möglich war. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch mal auf die neue Service-Hotline der Deutschen Giganetz hinweisen, die Telefonnummer 040 593 6300. Wenn Sie Fragen haben zum Ausbau, Fragen oder Probleme bei den Verlegearbeiten vor Ort, scheuen Sie sich nicht, direkt anzurufen. Jetzt aber erstmal ein abwechslungsreiches und interessantes Wochenende für Sie bei schönem Wetter und vielleicht bei der ein oder anderen Veranstaltung. Tschüss!